Einen sehr guten Eindruck bisher hinterlassen. Das war einfach ein Foul, das passieren kann, auch in dieser Zone. Nochmal Schul. Achtung, da ist Kerche! Tor! 2-1 WRC! Ein Doppelschlag der Wolfsberger! Der in den Rücken von Gartler spielt. Segovia setzt sich durch. Lindler Platz. Spielt weiter auf Kerche. Jetzt ist es endgültig. Soweit. Kerche. Tja, wer? Lindler oder Kerche? Kerche macht's. Und es gibt Abstoß. Paula. Polverino. Kerche. Mit einer sehr starken Saison bisher. Lindl. Das sind so die zwei Spieler, die das. Super, schön von Lindl. Das kann er, ohne zu schauen. Und dann ist er da, der Treffer. Kerche, 2-0. Die Flanken, die kommen einfach immer wieder gut. Und dann Kerche, damit er mit dem rechten Fuß den Ball Richtung Innsbrucker Tor zirkeln kann. Ja, da kommt dann noch Rnic zum Abschluss. Aber der dafür gibt es ja einen. Rnic, aber auch nicht weit genug raus. Brauneis legt ab für Jeftic. Innsbruck bleibt in der gewähren lassen und er kommt dann auch in den Strafraum. Lindl. Der Fehler von Vukur, Laufduell mit Kerche, da kann man schon mal schlecht aussehen. Gut gesehen, gut gesehen, gut gesehen! Die größte Tat von Schober. Ein Konter aus dem Fußball-Lehrbuch. Vukur, vielleicht die letzte Möglichkeit, der Innsbrucker Hinterseher auf der Linie gerettet und übers Tor. Der Schuss von Jeff.
die nächste Offensivaktion einleiten. Schön. Gut gesehen. Von Polverino. Kirche mit etwas Platz. Haken nach innen. Gut gemacht gegen Walch. Dann Lindl, wieder Kirche und dann Gebauer. Aber immerhin, drängt von Reifelshammer Lindl. Polverino. Schöner Wechsel auf Kirche. Wiederum geht es über die rechte Seite beim WAC. Manuel Kirche zieht nach innen und jetzt die Chance für Top Zagic. Nicht ideal von Runic. Dominiert haben. Verdient in Führung gelegen sind. Traun erklärt. Standfest. Und noch einmal Manuel Kirche. Reifelshammer diesmal. Diesmal standfest mit dem hohen Ball in den Strafraum. Und noch immer die Kärntner. Das ist der neue Mann, das ist super. Aber da wäre mehr drinnen gewesen. Ja, da hat Mané keiner gerufen, dass da in seinem Rücken einer auftaucht, nämlich Kirche. Und dann Glück gehabt, dass Schiedsrichter Grobelnik den Foulpfiff getätigt hat. Schwach von Ulmer gegen Kirche, der da blitzschnell zurück war. Okay, Grödig hat gestern gespielt, dort waren auch 2000. Davon wahrscheinlich die Hälfte aus Innsbruck. Naja, mit dem Quergeschiebe bringen sich die Kärntner da 10.